Ich darf Sie herzlich begrüßen, lieber Herr Professor Löscher, liebe Zuschauer. Ich darf Sie zu unserer heutigen Abendveranstaltung begrüßen in der Volkshochschule Südost beziehungsweise auch auf dem YouTube-Kanal der Bayerischen Volkshochschulen, vhs.daheim. Ich habe vorher schon kurz erwähnt, Ihre Fragen sind herzlich willkommen. Wir freuen uns auf die Diskussion und den Austausch mit Ihnen. Und Herr Professor Löscher wird Ihre Fragen auch beantworten. Wir werden das im Anschluss an den Infoteil machen und die Kommunikation läuft über den Chat. Tippen Sie Ihre Fragen gerne auch während des Vortrags schon einfach in den Chat ein. Wir lesen die mit und geben sie dann anschließend auch weiter. Ja, lieber Herr Professor Löscher, ich freue mich, dass Sie heute Abend Zeit für uns gefunden haben. Sie sind ein gefragter Mann. Zumindest im bayerischen Fernsehen habe ich Sie schon mehr als einmal bewundern dürfen und auch Ihre Veranstaltung mit großem Interesse verfolgt. Sie sind Facharzt für Innere Medizin, Infektiologie und Tropenmedizin, waren von 1990 bis 2015 Direktor der Abteilung für Infektion und Tropenmedizin im Klinikum der LMU und sind seit 2016 Direktor des M1-Zentrums für Infektions-, Tropen- und Reisemedizin in München. Schön, dass Sie heute Abend für uns Zeit gefunden haben. Gleich vorab mal eine kleine Einstiegsfrage. Haben Sie denn mehr zu tun in diesen Corona-Zeiten als vorher? Und wenn ja, womit haben Sie denn mehr zu tun? Mit Forschung oder mit Interviews? Ja, also wie Sie schon sagten, mit Interviews und Ähnlichem habe ich mehr zu tun. Mit Patienten eigentlich nicht, weil natürlich viele Patienten jetzt nicht in Behandlung kommen. Ich habe auch relativ viele ausländische Patienten, die können ja gar nicht kommen, die rufen halt an. Aber ist ungefähr ähnlich viel zu tun, aber das sind doch ganz überwiegend jetzt Corona-Fälle, die man betreut, oder eben Corona-Verdachtsfälle, wo man eine Diagnostik macht. Also tatsächlich Arbeit am Patienten sozusagen, keine Forschungstätigkeit in dem Zusammenhang. Ja, meine Forschungstätigkeit ist nicht in dem Zusammenhang. Ich wollte vor kurzem nach Nigeria fahren mit Drittmitteln der Gates-Stiftung. Da geht es um Lepra, Boruli ulcus, also sehr vernachlässigte Erkrankungen, die im Moment natürlich jetzt sehr in den Hintergrund getreten sind. Okay, vielleicht haben wir da Gelegenheit, zum Ende hin auch nochmal die ein oder andere Frage dazu zu stellen. Das ist bestimmt auch ein sehr interessantes Thema. Aber jetzt darf ich Sie bitten, die Bühne gehört Ihnen. Ich schalte mich stumm und freue mich auf Ihren Vortrag. Ja, vielen Dank. Guten Abend, liebe Zuhörer und Zuseher. Und wir wissen schon einiges jetzt über das neue Coronavirus, aber natürlich sehr vieles noch nicht. Und ich will versuchen, jetzt so zum Einstieg einen Überblick zu geben. Mittlerweile ist das auch schon ganz schön viel. Und Moment, jetzt muss ich mal schauen, wie, ja. Und also über den aktuellen Wissensstand, die bisherige Entwicklung. Und es gibt dann einige Fragen, woher kommt das Virus und so weiter. Gibt es Medikamente, Impfungen, wie schaut es da aus? Wie lange wird überhaupt diese Pandemie unser Leben bestimmen? Das ist ja doch sehr ungewöhnlich. Mittlerweile sind schon über 8000 wissenschaftliche Publikationen erschienen. Und es gibt ja jetzt auch die Möglichkeit, die nur zur Publikation eingereichten Manuskripte anzusehen, zumindest einen großen Teil. Also insgesamt sind es also über 10.000 Publikationen. Also auch als Experte verliert man also langsam den Überblick. Die Sache begann für mich und viele andere am 30. Dezember letzten Jahres, 2019, als in Promed, das ist so ein bisschen die Bildzeitung des Epidemiologen, da gucken nicht nur die Ärzte und Infektiologen, sondern natürlich auch die Wissenschaftsjournalisten rein, als eben über Lungenentzündung, Pneumonie in China berichtet wurde, und zwar in Wuhan, eine Millionenstadt, und dass da eben in mehreren Krankenhäusern es aufgetreten ist. Und es war der Verdacht, ob es dieses SARS ist, das ja schon 2002, 2003 in Kanton vor allen Dingen aufgetreten ist und dann auch in vielen Ländern. Und eine atypische Pneumonie, das waren 27 Fälle, 7 schwer und dann eben auch Todesfälle. Gut, schon einen Tag später, also am 31. Dezember, hat China das dann gemeldet
Und rückblickend muss man an die Weltgesundheitsorganisation, rückblickend muss man sagen, die ersten Erkrankungen waren so etwa am 8. Dezember aufgetreten. Aber man denkt natürlich, wenn einzelne Fälle von Lungenentzündung auftreten, jetzt nicht an eine neue Epidemie. Gut, dann wurde dieser Fischmarkt in Wuhan geschlossen, weil eben viele der Patienten dort gearbeitet hatten oder Kunden waren. Und schon am 7. Januar, also wirklich in Rekordzeit, wurde dann ein neues Coronavirus identifiziert, komme ich gleich dazu, von chinesischen Wissenschaftlern. Und bereits am 13. Januar war dann der erste Exportfall oder in Thailand aufgetreten, eben eine Person, die aus Wuhan nach Thailand gereist ist. Und dann war auch bald klar, dass das auch von Mensch zu Mensch übertragen wird. Und die Weltgesundheitsorganisation hat dann am 31. Januar dann eben eine Public Health Emergency of International Concern ausgerufen. Es sind ja auch Vorwürfe, vor allen Dingen der Amerikaner, dass es zu spät war. Und die Pandemie wurde dann erst am 11. März aufgerufen. Also Pandemie ist eben eine länder- und kontinentübergreifende Ausbreitung der Krankheit, also eben in mindestens zwei Kontinenten ein epidemisches Ausmaß. Also das war so der Ablauf. Und das Virus wurde also schon am 10. Januar komplett sequenziert, also die ganze Erbsubstanz dieses RNS-Virus von Professor Zheng Zhang und sofort im Internet publiziert, für alle zugänglich. Also man muss sagen, das ist wirklich ganz schnell. Und man hat eben da schon vermutet, dass das Virus von diesem Tier- und Fischmarkt kommt, Wet Market heißt es auch, also wo eben lebende Tiere verkauft und auch geschlachtet werden. Hier sieht man Hunde und in China sind ja zum Teil auch aus Gesundheitsgründen und traditioneller chinesischer Medizin sehr unterschiedliche Tiere, die dort eben ja, verkauft und dann auch verzehrt werden. Es wurde dann auch am 3. Februar schon publiziert. Also es ging alles sehr schnell, diese Sequenzen und die ersten Patienten und die Daten wurden dann im Januar schon online publiziert. Das geht ja heute sehr schnell und ein paar Wochen später dann eben als endgültige Publikation. In dieser Publikation im New England Journal, da wurden dann auch schon gezeigt, dass eben in der Zellkultur diese Viren einen schädigenden Effekt auf die Zellen ausüben, also zytopathogen sind, die Zellen eben befallen und auch zerstören. Und man hat dann die Viren elektronenmikroskopisch darstellen können. Und man sieht hier diese kleinen Fortsätze, also die Corona, also der Kranz um die Viren. Das ist ja auch in vielen Abbildungen dann natürlich künstlich eingefärbt. Und das sind diese typischen Spikes bei den Coronaviren. Hier sieht man auch die Viren dann in den Zellen, in der Zellkultur. Also ist es eigentlich relativ rasch alles klar gezeigt worden. Gut, jetzt habe ich gerade technische Probleme. Gut, was sind Coronaviren? Coronaviren sind RNS-Viren, die haben also nicht DNS, sondern Ribonukleinsäure als Erbsubstanz, relativ großes Genom, das sind die größte Genom von RNS-Viren, gibt derzeit 49 Spezies, von denen 39 international anerkannt sind, werden nur vorgeschlagen. Die Wirte sind Säugetiere und Vögel und insbesondere verschiedene Fledertiere, also Fledermäuse und Flughunde, aber auch Haustiere, Geflügel und bei diesen Tieren sind die Coronaviren die Erreger von gastrointestinalen, also Magen-Darm und die Atemwege betreffenden Erkrankungen, die zum Teil sogar auch schwer verlaufen. Humane, also menschliche Coronaviren kannte man 4 Stück bisher, die relativ harmlose Atemwegsinfektionen machen, manchmal auch Lungenentzündungen, vor allen Dingen bei abwehrgeschwächten Menschen. Und 2002, 2003 war dann das erste Mal eben ein wirklich epidemisch auftretendes, schweres, neues Coronavirus, also schwere Erkrankung, Severe Acute Respiratory Syndrome, aufgefallen. Und einige Jahre später dann das MERS-CoV, also Middle East Respiratory Syndrome. Wenn man sich das anschaut, das SARS war also die erste Epidemie im 21. Jahrhundert,
von November 2002. Da braucht es ja 6 Monate, bis dann die Chinesen tatsächlich das auch publik gemacht haben. Und konnte dann aber mit insgesamt 8.000 Fällen, die dann auch in anderen Ländern waren, vor allem in Kanada, war ein Ausbruch auch ausgehend von einem Universitätshospital, konnte dann aber durch reine epidemiologische Maßnahmen, also Kontrollmaßnahmen, beendet werden. Ist seitdem nicht mehr aufgetreten und hatte eine Sterblichkeit von fast 10%. Gut, von Mensch zu Mensch übertragen, nosokomial. Und man hat dann in der Folge festgestellt, dass die Fledermäuse die eigentlichen Reservoirtiere sind, die eigentlich nicht erkranken, und möglicher Zwischenwirt auf einem auch einem Tiermarkt in Kanton Guangdong, dass das Schleichkatzen, sogenannte Larvenroller waren, die auch auf dem Speisezettel der Chinesen eine wichtige Rolle spielen und die zum Teil gezüchtet und gefangen werden. Dieses Middle East Respiratory Syndrome, eine ähnliche Erkrankung, auch eine sehr schwere Pneumonie, die ist nicht so ansteckend. Wir haben jetzt bisher nur in Anführungszeichen 2.500 Fälle, aber eben eine enorme Sterblichkeit, 34%. Und die meisten Fälle sind eben auf der arabischen Halbinsel übertragen werden, die von Dromedaren, die jungen Dromedare können auch erkranken, von Mensch zu Mensch und auch nosokomial, das heißt im Krankenhaus. Auch hier sind Fledermäuse das Reservoir. Also Fledermäuse spielen da eine große Rolle. Es gab dann von einem Importfall in Südkorea aus einen Ausbruch mit immerhin 184 Fällen, 38 Toten. Also hat dieses Virus auch schon gezeigt, dass es sich halt weltweit ausbreiten kann. Dieses Virus existiert nach wie vor. Es gibt auch eine Impfstoffentwicklung jetzt. Ich denke mal, dass bald dann zur Verfügung steht. In Deutschland waren insgesamt 3 Importfälle. Aber es ist nicht ausgerottet wie das SARS, sondern es ist eben nach wie vor allen Dingen auf der arabischen Halbinsel über die Dromedare wahrscheinlich in erster Linie verbreitet, endemisch verbreitet. Und man sollte natürlich zu den Dromedaren auch Abstand halten. Ja, das Coronavirus, das Neue, hat jetzt am 11. Februar den Namen bekommen, Severe Acute Respiratory Syndrome, also SARS, wie das erste SARS, aber eben Numero 2, Coronavirus 2. Und gleichzeitig hat die WHO am selben Tag die Krankheit dann auch als Covid-19, also Coronavirus Disease 2019 bezeichnet. Das Virus entspricht im Aufbau der üblichen Coronaviren. Wichtig ist vor allem auch diese Spikes, die ja dann oft rot gezeichnet werden, in Piktogrammen. Das ist ein Glykoprotein an der Oberfläche, das für die Anheftung an der Wirtszelle wichtig ist. Und der Genomaufbau ist eigentlich ähnlich wie bei den anderen Coronaviren. Großes Genom, also mit fast 30 Kilobasen lang. Die Anheftung an den Wirtszellrezeptor, die erfolgt, nachdem dieses Spike-Protein von einer Protease, einer Serinprotease, die also überall in menschlichen Zellen vorkommt, sozusagen gespalten wurde. Erst dann ist dieser Spike-Protein sozusagen aktiviert und kann dann an diesem ACE2-Rezeptor andocken. ACE-Molekül, also Angiotensin-Converting Enzyme Typ 2, gibt es vor allen Dingen in den Lungenzellen, aber auch im Nasenrachenraum und an anderen Organen. Und es spielt eine große Rolle auch für die Kreislaufregulation, Blutdruckregulation. Und wir haben ja Hemmstoffe von diesen ACE-Rezeptoren oder Molekül, die eben gegen Blutdruck eingesetzt werden, gegen Hypertonie, also die Sartane zum Beispiel oder die ACE-Hämmer. Und dann, wenn dieses Virus eben angedockt ist, wird es internalisiert in die Wirtszelle, sitzt hier im Endosom, die Erbsubstanz wird freigesetzt und kodiert eben für die Produktion dieser ganzen Eiweißstoffe, die das Virus beinhaltet und eben auch die Vermehrung der Erbsubstanz. Die Viren werden dann zusammengesetzt. Also das Virus selber kann eigentlich nichts, sondern es benutzt den Syntheseapparat der Wirtszelle und wird dann wieder ausgeschleust. Und diese Vermehrung ist eben in diesen Zellen relativ effektiv. Erste Frage, woher kommt das Virus? Da gibt es ja dann Anschuldigungen. Der Präsident Donald Trump
hat also angeschuldigt, dass es vielleicht aus einem chinesischen Sicherheitslabor in Wuhan kommt. Das ist das eigentliche Sicherheitslabor hier. Gut, dafür gibt es eigentlich keine klaren Hinweise, weil bei künstlich konstruierten Viren sieht man bestimmte Inserts, also im Genom, die hier völlig fehlen. Umgekehrt hat die chinesische Regierung durch ihren Sprecher auch amerikanische Soldaten, die zu einem Treffen in Wuhan waren, beschuldigt im Oktober letzten Jahres, sie hätten so ein Virus praktisch als Biowaffe mitgebracht. Da gibt es natürlich wie immer heute viele Verschwörungstheorien, aber eigentlich sind sich alle Virologen einig, dass da nichts dran ist. Wenn man sich das genauer anschaut, dann sieht man, dass diese verschiedenen Isolate dieses neuen Coronavirus, also SARS-CoV-2, doch relativ weit weg sind von dem alten SARS-Virus und von dem MERS-Virus. Die höchste Homologie, also Ähnlichkeit der Erbsubstanz, die besteht mit einem Fledermaus-Virus, dem CoV-RATG-13. Und man nimmt an, dass es eben von diesen chinesischen Hufeisennasenfledermäusen ursprünglich kommt. Es ist auch auffällig, dass hier auf diesem Markt Schuppentiere verkauft wurden, malaiische Schuppentiere. Die haben zwar keine so große Homologie in der Erbsubstanz, aber in diesem Spike-Gen, also mit dem dieses Protein, das für die Anheftung wichtig ist, da sind eben sehr hohe Homologien. Das ist fast identisch bis auf eine Aminosäure. Also die Theorie im Moment ist, dass dieses Virus eben von chinesischen Hufeisennasenfledermäusen stammt und dass es möglicherweise dann über dieses Schuppentier als möglicher Zwischenwirt dann eine Mutation gab, dass es eben dann auch sehr ansteckend für den Menschen wurde. Ähnliches wissen wir ja bei dem ursprünglichen Coronavirus, SARS-Coronavirus, und ähnliches ist ja auch von Fledermäusen über Dromedare für das MERS. Und wir haben ja sehr viele neue Pathogene, HIV zum Beispiel, die eben von Fledermäusen, auch wie Ebola zum Beispiel, von Affen oder anderen Tieren stammen. Fledermäuse, wie man hier sieht, spielen halt eine große Rolle. Auch Influenza ist die Entstehung von neuen Viren ja vorwiegend in Vögeln, gelegentlich auch mal in Schweinen der Fall. Infektionsquellen von SARS sind vor allen Dingen erkrankte Personen, also insbesondere die eben Husten haben, entsprechend dann auch Tröpfchen abgeben nach außen, aber auch zum Teil asymptomatisch Infizierte, die gibt, die können auch über einige Tage infektiös sein, oder Infizierte, die bevor sie dann krank werden, also so 1 bis 4 Tage vorher, können durchaus auch schon ansteckend sein. Sicher weniger als jetzt die akut Erkrankten mit Husten, aber es ist doch möglich. In erster Linie sind es Tröpfchen, enger Kontakt, also Abstand bis 1,5 Meter, das ist ja auch der Sicherheitsabstand. Aber wahrscheinlich gibt es auch Aerosole, die sind sehr kleine Tröpfchen, die eben nicht sofort sedimentieren, sondern in der Luft schweben. Und da kann es sein, dass es deutlich weiter weg ist. Das spielt eine große Rolle auch bei medizinischen Prozeduren in der Klinik, also wenn jemand für die Beatmung intubiert wird oder bronchoskopiert wird, also eine Lungenspiegelung. Da muss man rechnen, dass da Aerosole entstehen und der Arzt muss sich eben da besonders schützen. Kann natürlich auch sein, die Tröpfchen sedimentieren auf Oberflächen, Gegenstände, und das Virus hält sich doch einige Zeit infektiös und man kann eben dann auch über Kontakt dann sich infizieren. Es ist gelegentlich auch im Stuhl nachgewiesen, das Virus. Also eine Schmierinfektion ist sicher auch denkbar. Und in Einzelfällen, jetzt zum Beispiel in der Augenmedizin, ist auch über die Bindehaut berichtet oder wahrscheinlich, kann man sagen. Gut, es gibt hier auch Hinweise bei den ersten Fällen in Deutschland, die in München waren. Das war eine chinesische Kollegin, die bei der Firma Webasto in der Nähe südlich von München zu Besuch war und ein Seminar gehalten hat über 3 Tage. Und hier wurden 2 Seminarteilnehmer angesteckt, die wiederum andere angesteckt haben. Also insgesamt waren das 14 Patienten. Dieser Ausbruch konnte dann aber beendet werden. Es waren alles relativ junge Menschen und die Erkrankungen waren alle relativ leicht.
Gut, das wurde vom Robert-Koch-Institut eigentlich dann in Frage gestellt, weil es darf ja nicht sein, dass jemand, der gar nicht krank ist, Überträger ist, aber mittlerweile hat sich das wirklich bestätigt. Das ist es so und wir haben auch nochmal mit der chinesischen Patientin telefoniert. Und als sie von München ankam, von Shanghai, hatte sie eben einige Meetings über 3 Tage, Seminare und sie hat eine Tablette von Paracetamol genommen, weil sie sich nicht ganz wohl fühlte und hatte minimale Schmerzen an den Muskeln. Aber richtig erkrankt ist sie erst nach Rückkehr in Shanghai. Also man kann schon sagen, während dieser Prodromalzeit, also dass noch keine oder keine wesentlichen Symptome da waren, hatte kein Fieber, kein Husten, hat sie eben doch mehrere Teilnehmer dieses Seminars angesteckt. War dann aber wirklich erkrankt und war dann eben auch positiv. Ja, wie verläuft die Erkrankung? Die Inkubationszeit ist variabel zwischen 1 und 14 Tagen, länger nicht bekannt oder nicht gesichert, meist so 5 bis 6 Tage. Die häufigsten Symptome sind Fieber und Husten. Zum Teil kommt dann auch bei schweren Verläufen auch Atemnot dazu, ist immer ein gewisses Warnzeichen. Und am häufigsten tritt eben eine Lungenentzündung, eine Pneumonie auf. Man sieht hier auch bei Patienten, die gar nicht schwer krank sind, wenn man ein Röntgenbild oder gar ein CT macht, dass doch so Infiltrate da sind, die zeigen, dass schon eine Pneumonie ist, auch bei Patienten, die gar nicht schwer erkrankt sind. Dann gibt es natürlich schweres Lungenversagen, das sogenannte ARDS, auch eine Herzmuskelentzündung, Multiorganversagen. Bei etwa 80% ist der Verlauf mild, bei ca. 15% schwer und etwa 5% lebensbedrohlich. Das hängt aber natürlich von vielen Faktoren ab. Die Sterblichkeit nach den Meldezahlen ist 7%, in Deutschland 4,1%. Aber wir untersuchen natürlich jetzt nicht alle, vor allen Dingen nicht die leicht Erkrankten. Es gibt eine Schätzung, dass die, wenn man alle Erkrankten jetzt untersuchen würde, alle gemeldet würden, dass dann die Sterblichkeit so um 1 bis 1,5% ist. Die Risikofaktoren von schweren Verlauf sind das Alter, so ab dem 50. Lebensjahr nimmt es langsam zu. Männer haben schwere Erkrankungen im Schnitt, Raucher schweres Übergewicht und die ganze Reihe von Grunderkrankungen, Bluthochdruck, Herzinsuffizienz, vor allen Dingen auch Lungenerkrankungen, COPD, also eine chronische Emphysem-Lunge, die ja bei Rauchern vor allen Dingen häufig ist, chronische Lebererkrankungen, Tumorpatienten und auch Abwehrgeschwächte, also die Immunsuppression, zum Teil auch durch Medikamente. Ja, was sind die Unterschiede zwischen Grippe, Erkältung und der Covid-19-Erkrankung? Also bei Covid-19, da haben wir häufig Fieber, Husten. Die anderen Symptome sind eher selten. Weniger Allgemeinsymptome wie bei der Influenza oder Grippe. Bei der Erkältung ist ja dann häufig auch Schnupfen, Niesen, Halsschmerzen dabei. Das ist zwar auch mal möglich bei Corona, aber nicht typisch. Ein wichtiges Zeichen ist die Kurzatmigkeit, also dass man Atemnot hat, auch in Ruhe schon. Und das ist ein ganz wichtiges Warnsymptom. Dann sollte man immer daran denken, Patienten, die jetzt noch nicht stationär behandelt sind, doch rasch stationär einzuweisen. Die häufigsten Symptome hier in der europaweiten Studie sind klar, sind die schon genannten. Was jetzt auch auffällig ist und was auch bei meinen Patienten zum Teil der Fall war, sind eine auffällige Geruchs- und Geschmacksstörung. Patienten berichten, dass sie über Wochen, auch zum Teil noch nach Abklingen der Erkrankung, nichts schmecken, nichts riechen, also auch die Lieblingsspeisen schmecken nicht. Also ein ganz typisches Symptom. Kommt natürlich schon auch bei anderen, auch bei Influenza vor, anderen Erkältungserkrankungen, aber ist schon auffällig, wie häufig das bei der Coronavirus-Erkrankung ist. In den schweren Fällen haben wir eben eine ausgedehnte Lungenentzündung, also überall Infiltrate in der Lunge. Die sieht man vor allen Dingen sehr stark in einem CT, also Computertomographie der Lunge. Und dann sieht man, dass eben in der Regel beide Lungen schwer befallen sind. Und dann kommt eben eine Atemnot in Ruhe dazu und die Patienten müssen dann zum Teil eben künstlich beatmet werden in den schweren Fällen. Die chinesischen Fälle, die größte Auswertung, die zeigen, dass etwa 5% kritisch verlaufen und in 2,3% war da die Sterblichkeit.
Aber man weiß natürlich nicht, es gibt da viele Fälle, die nicht diagnostiziert werden, weil sie leicht verlaufen. Und wenn man jetzt schaut, wie hoch ist der sogenannte Manifestationsindex, also Anteil der Infizierten, die auch wirklich erkranken, der war in Italien, da wurde eben im ganzen Dorf ständige Untersuchungen gemacht, 56,8%, also gut die Hälfte der Infizierten, der nachweislich Infizierten, ist erkrankt. Also gerade bei jungen Leuten kommt es eben doch häufiger nicht zur Erkrankung. Bei Reiserückkehrern in Japan waren das 69%. Auf dieser Kreuzfahrtschiffaufbruch hier, auf dem Schiff, das in dem Hafen von Yokohama geankert hat, da waren das 82%. Aber das sind natürlich das Durchschnittsalter relativ hoch. Und im Pflegeheim hier in den USA, in Washington, 86%. Also Sie sehen, der Verlauf ist sehr variabel, von asymptomatisch über milde Lungenentzündung, schwer tödliche Verläufe, kommt alles vor. Und die leichten Verläufe finden wir eher bei Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen, aber sie sind in jedem Alter möglich. Es gibt auch 90-Jährige, die nur einen ganz leichten Verlauf haben. Die ab dem 50. Lebensjahr nimmt so statistisch gesehen die Schwere zu. Also wir haben dann doch Kurzatmigkeit, Allgemeinsymptome erhebliche und die schweren, zum Teil lebensbedrohlichen Fälle, die sehen wir vor allen Dingen bei Älteren, so insbesondere ab dem 70. Lebensjahr und bei einer Reihe von chronischen Grunderkrankungen, ist aber in jedem Alter möglich. Und wenn wir jetzt die Pathogenese vielleicht noch kurz anschauen. Wenn das Virus dann die Lungenzellen vor allen Dingen befällt, dann kommt eben, ist es wichtig, wie die sofortige angeborene Immunantwort, die ja nicht spezifisch ist, wie die ausfällt. Und die ist natürlich bei jungen Menschen sehr viel besser, nimmt mit dem Alter ab. Und erst nach ein paar Tagen kommt dann die spezifische, also gegen das Virus spezifisch gerichtete Immunantwort. Und wir können so unterscheiden zwischen der guten oder gesunden Immunantwort. Da wird eben dann die infizierten Zellen werden rasch eliminiert durch Abwehrzellen. Die Viren werden inaktiviert durch neutralisierende Antikörper und wir haben eben nur eine geringe Entzündung und Schädigung der Lunge. Anders ist es mit zunehmendem Alter und bei Grunderkrankungen, wenn die Immunantwort eben unzureichend ist. Wir haben dann eine massive Infiltration von Abwehrzellen in der Lunge, Freisetzung von diesen Botenstoffen, die Entzündung verursachen, sogenannte Zytokine und eben dann schwere Lungenentzündungen, Lungenödem, also Ansammlung von Wasser in der Lunge, Lungenversagen und dann aber auch die Beteiligung von vielen anderen Organen. Wer ist besonders gefährdet? Ältere, Raucher auch, das ist ja unterschiedlich. In China war das fünfmal so hoch, das Risiko für schwere Verläufe. Hier ist es nur so etwa zweimal so hoch. Dann bestimmte Vorerkrankungen, die ich schon genannt habe. Die aktuellen Daten jetzt vor wenigen Tagen, also die letzte Bericht des Robert-Koch-Institutes, zeigt, dass bei den Todesfällen etwas mehr Männer betroffen sind als von den Gesamtfällen. Der Altersmedian ist bei den Todesfällen also 82 Jahre. Das heißt also, die Hälfte der Gestorbenen ist 82 Jahre oder älter. Und wenn wir schauen hier, die Hauptmeldefälle sind eben bei den 20- bis 70-Jährigen oder 69-Jährigen. Und die Todesfälle, die sind zu 87% bei den über 70-Jährigen. Also das Alter ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Risikofaktor, muss man klar sagen. Wie können wir es diagnostizieren? Nachweis durch diese sogenannte Polymerase-Kettenreaktion, also eine Methode, die durch eine enorme Verstärkung dieser Erbsubstanz, dieser RNA im Virus, erreichen wenige Viren, eben dann den Nachweis ermöglicht. Und zwar aus den oberen Atemwegen, also Nasenrachenabstrich oder beim Krankenhaus die tiefe Atemwege, Sputum, die Lavage von der Lunge, was man bei beatmeten Patienten natürlich macht, Trachealsekret, da kann man so mit 70, 80%iger Wahrscheinlichkeit des Virus nachweisen, auch jemand. Zellkultur ist natürlich wissenschaftlich wichtig, aber ist aufwendig, nicht für die Routine geeignet. Antikörpernachweis dauert 10 bis 14 Tage, bis die Antikörper kommen, ist also für die akute Diagnose nicht geeignet.
wird jetzt allerdings für Studien zur Seuchung, dass man sieht, wie viele hatten eben dieses Virus schon angewandt. Da gibt es Labortests, sogenannte ELISA-Tests, die allerdings gelegentlich auch mal falsch positiv sind. Und diese Schnelltests, die sind doch weniger zuverlässig, also die würden wir im Moment jetzt nicht empfehlen. Man kann bei manchen Fällen, wo eben die PCR negativ ist, dann auch Blut abnehmen im akuten Stadium, 2, 3 Wochen später nochmal. Und wenn man dann sieht, dass die Antikörper eben entstanden sind, also vorher negativ und dann positiv, das ist dann auch eine Möglichkeit, um sozusagen rückblickend die Diagnose noch zu stellen. Antigennachweis ist in Erprobung, ist im Moment für die Routine nicht geeignet. Gut, die erste Methode wurde beschrieben, ja, von der Arbeitsgruppe von Christian Drosten an der Charité in Berlin. Der hat es auch sofort publiziert. Und es gibt allerdings auch andere PCR-Methoden und sind was unterschiedliche, die angewandt werden. Aber die haben eine sehr hohe Spezifität und Sensitivität. Hängt natürlich vom Krankheitsstadium ab, auch ob eben die Proben entsprechend gut abgenommen wurden. Heutzutage gibt es ja in vielen Städten sogenannte Drive-In- oder Walk-Through-Stationen, wo man eben dann mit entsprechender Schutzkleidung das Personal diese Mund-Nasen-Abstriche abnehmen kann und dann an die Labors schickt. Und wir haben mittlerweile doch viele Labors in Deutschland, also jetzt die letzten Daten vom Robert-Koch-Institut, also über 170 Labors, die diese Diagnostik durchführen. Es wurden insgesamt jetzt schon 2,5 Millionen Testungen durchgeführt und die Kapazität für diesen Nachweis, also für die akute Diagnostik, ist in Deutschland eigentlich gut. Wir haben da keine Probleme. Und die Positivrate war eben so 7%, ist natürlich ein Verdacht. Klinisch, glaube ich, haben Sie gesehen, kann man das eben nicht immer sicher unterscheiden. Es gibt dann entsprechende Empfehlungen für die Ärzte. Also wenn jemand eben Atemwegsinfektion hat und Kontakt hatte zu einem bekannten Fall bis 14 Tage vor Erkrankungsbeginn, maximale Inkubation oder eine Lungenentzündung hat, dann ist es natürlich ein begründeter Verdachtsfall. Es gibt natürlich dann auch leichter verlaufende grippale Infekte ohne Kontakt. Und das ist dann eben ein Fall, der weiter differenzialdiagnostisch abgeklärt werden muss. Man muss von Anfang an auch in der Praxis, auch in der Klinik, in der Notaufnahme entsprechende Schutzmaßnahmen fürs Personal ergreifen. Und man sollte den Verdacht dann auch melden, wenn eben schon Kontakt war zu einem Patienten, Lungenentzündung vorliegt. Ansonsten sollte man in beiden Fällen natürlich dann rasch die Diagnostik machen. Und wenn eine ambulante Betreuung ist, dann häusliche Absonderung, Überwachung von den Erkrankten und den Kontaktpersonen, das macht dann das Gesundheitsamt, also die örtlichen Gesundheitsbehörden. Es gibt dann auch genaue Empfehlungen vom Robert-Koch-Institut für die Therapie. Die ist ja nur symptomatisch im Moment. Wir haben noch keine wirksamen Medikamente, eben bis zur Beatmung und Hygienemaßnahmen und so weiter. Das sind ja wichtige Dinge, die ja auch sehr arbeitsintensiv sind im Krankenhaus oder auch zum Teil in der Praxis im Rahmen der Diagnostik. Gut, ich glaube, das können wir überspringen. Also man sollte nochmal kontrollieren, bevor der Patient entlassen wird, ob er dann negativ ist. Wobei man sagen muss, die PCR-Untersuchungen, die können im Extremfall bis zu 5 Wochen lang positiv sein. Die weisen natürlich nur die Erbsubstanz nach. Es gibt wenige, gerade von der Arbeitsgruppe von Christian Drosten, Zellkulturuntersuchungen, da war die Ansteckungsfähigkeit, also Virus, das tatsächlich noch anstecken kann, eigentlich nach wenigen Tagen, maximal einer Woche, nicht mehr nachweisbar. Also die PCR-Untersuchungen sind natürlich auch kritisch zu beurteilen, weil sie nicht unbedingt sagen, wenn die positiv sind, dass das Virus tatsächlich noch infektiös ist. Gut, es gibt dann verschiedene Kategorien von Kontaktpersonen. Wenn das medizinische Personal eine entsprechende Schutzausrüstung hatte, dann wird es jetzt nicht als potenziell infiziert angesehen. Und dann gibt es verschiedene Vorgehensweisen für die Gesundheitsbehörden bei den verschiedenen Kontaktpersonen. Gut, wie kann ich mich schützen? Abstand halten, Hände waschen, Nies- und Hustenetikette ist allen klar. Und ganz wichtig auch, wer krank ist, Husten hat, Fieber hat, ganz egal, ob es jetzt Coronavirus-Infektion oder Influenza oder ein anderes Virus ist,
zu Hause bleiben, ja, damit man nicht andere ansteckt. Ich glaube, die anderen Dinge sind allen klar. Wie kann ich mich und andere schützen? Soziale Distanzierung, direkte Kontakte eben vermeiden außerhalb der Haus- und Wohngemeinschaft, Abstand halten, auf alle nicht wirklich erforderlichen Besorgungen, Reisen verzichten, zu Hause bleiben, vor allen Dingen für die Risikopatienten und natürlich vorgeschrieben auch für die Kontaktpersonen für 14 Tage. Und wir haben eine ganze Reihe von behördlichen Maßnahmen, jetzt ja auch in allen Bundesländern, obligatorisch Mund-Nasen-Schutz in Geschäften, in öffentlichen Verkehrsmitteln und die Maßnahmen, die Maske vielleicht noch kurz, die schützt nicht wirklich wirksam vor Ansteckung. Die normale Mund-Nasen-Schutz, egal ob das jetzt also eine industriell gefertigte chirurgische Mund-Nasen-Schutz ist oder ob das jetzt ein selbst aus Baumwollstoff genähter Mund-Nasen-Schutz ist, aber die vermeidet doch die Ausscheidung von Tröpfchen von Infizierten. Also es ist wichtig, wenn das dann alle anhaben, dann vermindert es schon die Übertragung in Kontaktsituationen, wenn man eben doch näher ohne großen Abstand zusammen ist. Es gibt dann partikelfiltrierende Masken, die teurer sind, aufwendiger, die schützen vor Ansteckung, aber die sind eigentlich eben im Gesundheitswesen reserviert. Das muss auch dicht schließen, die haben hier so eine Gummilippe, eine umlaufende, und es gibt die FFP2, die so eine gewisse Leckage noch hat, und die FFP3, die aber nicht vorgeschrieben sind und die tatsächlich dann eine sehr hohe Schutzwirkung haben. Zum Beispiel bei Ebola-Patienten zieht man die FFP3 an, aber es schützt nicht andere, weil durch das Ausatmenventil hat man dann doch die Möglichkeit, dass auch Viren ausgeatmet werden. Das ist also nur für die Einatmung. Es ist auch anstrengend, mit denen zu arbeiten. Wenn ich die aufhabe, wenn ich Patienten habe, nach einer Stunde muss ich Pause machen, weil es doch sehr anstrengend ist. Man schwitzt vermehrt und so weiter. Ja, in der Umwelt ist das Virus relativ haltbar, vor allem wenn es kalt ist, ähnlich wie die Influenza-Viren. Bei 37 Grad, knapp 24 Stunden, wobei natürlich die Infektiosität drastisch abnimmt. Das ist vielleicht der Grund, dass bisher in Afrika, in warmen Ländern, die Infektion doch noch nicht so um sich gegriffen hat. Aber das sind alles Vermutungen, genau weiß man das nicht. In Aerosolen, also in der Luft, kann sich das bis zu 3 Stunden infektiös halten. In Oberflächengegenständen 1 Stunde bis Tage, gibt da verschiedene Untersuchungen, wo man sagen muss, die Infektiosität nimmt natürlich rasch ab mit der Zeit. Also es ist nicht dann immer unbedingt über 4 Tage tatsächlich hochinfektiös. Gut, wie lange wird die Pandemie unser Leben noch bestimmen? Wir haben jetzt im Moment 3,5 Millionen Meldefälle weltweit, fast 250.000 Todesfälle. Und mittlerweile ist nach wie vor ein exponentieller Anstieg der Epidemie, also Verdopplungszeiten, die relativ kurz sind, wenige Tage. Und wenn wir anschauen, USA hat jetzt die meisten Fälle, die testen natürlich auch viel. Also die Meldefälle hängen natürlich auch von der Testung ab. Die Zahlen in China werden ja sehr kritisch beäugt. Also allein in Wuhan sollen an die 40.000 Todesfälle sein. Aber gut, das steht mir nicht zu, das zu beurteilen. In Deutschland haben wir ja im Verhältnis eine relativ geringe Sterblichkeit, also zumindest nach den Meldezahlen. Und die also deutlich geringer ist als jetzt in Spanien oder Italien zum Beispiel. Gut, aber mittlerweile ist es ja wirklich eine weltweit verbreitete Pandemie. Wichtig ist die sogenannte Basisreproduktionszahl, also wie viel andere Menschen steckt ein Indexfall, während er infektiös ist, das kann ja auch schon vor Beginn der Erkrankung sein, an, wenn man jetzt keine Maßnahmen ergreift. Bei den Masern, Keuchhusten sind sehr hoch, bei Corona ist es so etwa 3,0 im Schnitt, also eher etwas mehr als bei der saisonalen Grippe, bei der Influenza. Also es ist schon relativ ansteckend, natürlich jetzt nicht ganz so wie jetzt Masern oder Keuchhusten. Also eine weltweite Ausbreitung ist eigentlich nicht mehr abzuwenden. Ein Stopp allein wie bei dem ersten SARS durch Fallfindung und Quarantäne ist unwahrscheinlich. Und es gibt, wenn man ein Szenario jetzt mathematisch sich ausrechnet mit einer Basisreproduktionszahl von 3, dann ist eben eine exponentielle Ausbreitung bis zum Gleichgewicht zu erwarten.
Und wenn eben etwa 2/3 der Bevölkerung infiziert sind, dann wird ein Patient eben Kontakt zu 3 haben, aber er steckt nur noch einen an, weil die 2 anderen sind schon immun. Ja? Danach dauert es 1 bis 2 Jahre. Das würde in Deutschland hochrechnerisch bedeuten bis zu 100.000 Todesfälle, wenn wir mal von diesen Zahlen, Manifestationsindex, Schwerefälle und so weiter ausgehen. Gut, aber Gott sei Dank halten die Erreger sich eigentlich nicht an die Statistik und Mathematik, sondern es gibt ja Maßnahmen, die wir ja auch haben, Einschränkungen, die wirksam sind. Dann spielt sicher auch die Temperatur, wenn es wärmer wird, UV, Luftfeuchtigkeit eine Rolle, aber das sind noch unklare Situationen. Und wir hoffen natürlich dann Medikamente, Impfstoffe und sonstige Möglichkeiten, um die Erkrankung und die Ausbreitung besser zu bekämpfen. Gut, die Maßnahmen, die ja auch praktisch in allen Ländern ergriffen wurden, auch in den Ländern, die zuerst da gar nichts gemacht haben, Holland, Schweden zum Beispiel, Großbritannien am Anfang, die dienen ja dazu, eben diese Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden, dass wir nicht so einen irrsinnigen Anstieg haben, sondern die ganze Sache flacher ist. Kritiker sagen, damit wird man natürlich auch das weiter rausziehen und auch die Durchseuchung wird sehr viel länger benötigen. Gut, wir haben sehr viele Maßnahmen, die beschlossen wurden, allerlei Experten, die da auch beratend tätig sind. Und die Maßnahmen haben auch gegriffen. Die exponentielle Zunahme ist in Deutschland gebremst. Also wir haben jetzt, das sind die Gesamtfälle überhaupt, eine Abflachung der Kurve. Und wenn man jetzt die letzten Daten vom Robert-Koch-Institut sieht, dann haben wir doch einen deutlichen Rückgang. Auch diese Basisreproduktionszahl ist jetzt unter 1. Also es steckt ein Erkrankter weniger als eine andere Person an. Also man muss sagen, schon ein erheblicher Fortschritt, der sicherlich in erster Linie auf diese ja, zum Teil sehr einschneidenden Maßnahmen zurückzuführen ist. Wir haben natürlich große Unterschiede. Bayern, Baden-Württemberg, zum Teil auch Nordrhein-Westfalen sind natürlich ganz anders betroffen wie viele der neuen Bundesländer. Die Todesfälle sind auch zurückgegangen. Man sieht hier, das schwankt natürlich noch ein bisschen, aber ein deutlicher, statistisch signifikanter Rückgang. Es dauert natürlich immer 10 bis 14 Tage länger als die Krankheitsfälle, weil es dauert natürlich so lange, bis die schweren oder tödlichen Komplikationen auftreten. Aber auch hier sehen wir schon eine Abflachung der Kurve. Ja, also primäres Ziel der Maßnahmen war eine Verhinderung und Überlastung des Gesundheitswesens. Und ich denke, in Deutschland ist uns das absolut gelungen. Es gibt da Länder, Spanien, Italien, wo es ja wirklich große Probleme gab, dann eben auch nicht mehr alle Patienten so optimal behandelt werden konnten, wie das eigentlich notwendig ist. Sekundäre Ziele, eben die besonders Vulnerablen zu schützen, die schweren Fälle, Todesfälle zu reduzieren, ist zum Teil auch erreicht. Zeitgewinn bis zur Verfügbarkeit von Interventionsmaßnahmen. Unrealistisch ist, die Epidemie zu beenden oder Neuinfektionen wirklich komplett zu verhindern. Das ist nicht möglich, auch nicht bei Risikopersonen. Die müsste man ja in Quarantäne tun, dass sie überhaupt keinen Kontakt mehr haben. Die Ausstattung mit Intensivbetten ist ja in Deutschland sehr gut, mit am besten, besser als in den Vereinigten Staaten. Das spielt sicher auch eine große Rolle, dass wir eben weit weg waren von der Überlastung des Gesundheitssystems. Gott sei Dank. Gut, Sie können sich vielleicht erinnern, letztes Jahr gab es einen Bericht der Bertelsmann Stiftung, dass man 60% aller Krankenhäuser schließen sollte. Da kann ich nur sagen, Gott sei Dank ist es nicht passiert. Gut, da sind natürlich auch Interessen da, Aufsichtsrat in privaten Krankenhausträgern. Das ist natürlich schwierig und gut, von dieser Studie spricht im Moment niemand mehr. Wann gibt es wirksame Medikamente? Im Moment kein einziges. Das Remdesivir wurde es in den USA zugelassen, obwohl noch keine überzeugenden Ergebnisse da vorliegen. Es läuft eine große Studie, die ist noch überhaupt nicht abgeschlossen. Lopinavir, ein HIV-Medikament, unwirksam. Chloroquin, die ersten Studien zeigen, dass mehr Leute mit Chloroquin sterben. Also die wurden teilweise schon abgebrochen, die Studien. Und ich erwarte mir da auch nichts. Immunplasma laufen einige Studien, auch hier in Deutschland. Auch hier sind deutsche Kliniken beteiligt. Dann gibt es noch ein bereits existierendes Medikament, was so diese Aufnahme hemmt. Auch da läuft eine Studie, muss man sehen. Immunplasma, gut, da waren eigentlich die Ergebnisse nicht so toll von der chinesischen Studie. Und da waren die
Letalität eben bei sehr schweren beatmeten Fällen, bei den Plasma nur ganz wenige Patienten, 83%, bei den Kontrollen, die nicht behandelt wurden, 93%, ist nicht signifikant. Die Virusausscheidung war zwar bei den plasmabehandelten Patienten rasch weg, aber sie sind im Grunde genauso gestorben. Da laufen eine ganze Reihe von Studien. Das ist also Plasma von Menschen, die das überstanden haben. Wir haben etwa 100 Impfstoffkandidaten. Davon sind 9 aktuell in klinischer Prüfung. Auch in Deutschland hat eine Studie begonnen. Und man prüft eben hier, das war die Jennifer Haller, die erste Freiwillige, die sich hier mit dem Moderna-Impfstoff hat impfen lassen. Und man impft eben mit Abstand von einigen Tagen einen Freiwilligen nach dem anderen, um zu sehen, ob auch keine schweren Nebenwirkungen auftreten. Das ist jetzt schon bei etwa 10, 15 Personen bei diesen Phase-1-Studien. Und dann schaut man, werden Antikörperabwehrzellen gebildet. Und dann erst kann man große placebo-kontrollierte Feldstudien machen. Und die werden frühestens Ende 2020 soweit sein. Ob wir dann einen Impfstoff haben, kann man vorher nicht sagen, ist spannend, aber vorher rechne ich nicht mit der Verfügbarkeit von dem Impfstoff im wirklich allerschnellsten und besten Fall. Wir haben ja viele Berater, Christian Drosten und viele andere Epidemiologen hier, Herr Wieler vom Robert-Koch-Institut, die natürlich beraten die Politik, aber entscheiden muss eigentlich die Politik über die Maßnahmen. Wichtig ist natürlich, dass wir die Verhältnismäßigkeit und Wirksamkeit auch im Auge haben, dass die Grundrechte, parlamentarische Mitwirkung, Ethik, alles berücksichtigt wird. Das heißt, zeitbegrenzt und kurzfristig überprüfen, was ja auch im Moment stattfindet. Und es ist auch richtig, jetzt diese Maßnahmen etwas zu lockern. Ja, damit bin ich am Ende. Und wir haben ja hier sehr viele zusätzliche Meinungen. Aber es ist natürlich schrecklich, wie in Amerika, vor allem in New York, eben sehr viele Menschen durch diese Epidemie schwer krank wurden und zum Teil gestorben sind. Also die haben auch wirklich mein Mitgefühl und mein Mitleid. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Herr Löscher, normalerweise würde jetzt der Applaus kommen sozusagen, den haben wir jetzt im virtuellen Raum noch nicht so gut gelöst sozusagen, den hören wir noch nicht, aber herzlichen Dank für diesen sehr ausführlichen Performance-Ritt durch die aktuelle Situation. Wir haben auch schon einige Fragen, sowohl bei YouTube als auch hier im Zoom-Chat und ich würde die jetzt gleich vorlesen und in die Fragerunde damit einsteigen wollen. Ja. Wir haben eine Frage von Ralf. Jedes Jahr gibt es eine neue, auf den jeweiligen Virus angepasste Grippenschutzimpfung. Warum dauert es bei Covid-19 so lang? Wenn nächstes Jahr Covid-2021 vor der Tür steht, ginge es dann schneller? Ja, es gibt so gewisse Vorerfahrungen von dem ersten SARS-Epidemie. Aber da muss man sagen, als dann die Impfstoffentwicklung so losging, da war diese SARS-Epidemie 2003 auch schon wieder zu Ende. Und es war auch bei Ebola in Westafrika so, wenn Sie dann einen Impfstoff in der großen placebo-kontrollierten Studie, und das ist der goldene Standard, überprüfen wollen, dann brauchen Sie auch Fälle. Ja? Und man wird natürlich jetzt einen Impfstoff gegen das neue Coronavirus dort vor allen Dingen prüfen, wo eben sehr viele neue Erkrankungen auftreten. Damit man, wenn Sie überhaupt keine Erkrankung mehr haben, dann haben Sie weder bei Placebo noch bei der Impfstoffgruppe Erkrankungen. Da können Sie statistisch gar nichts sagen. Und bei der Grippeimpfung dauert es ja auch. Die WHO sagt es im März, wie die Stämme beschaffen sein sollen. Der Impfstoff kommt im November dann. Und es ist nicht selten so, dass die Grippeviren sich dann schon so geändert haben, dass der Impfstoff teilweise nicht mehr passt. Das ist auch der Grund, warum die Grippeimpfung in manchen Jahren wirklich einen schlechten Schutz gibt. Und da hoffe ich schon, dass jetzt mit diesem einen Virus, dem neuen Coronavirus, haben wir auch nicht so eine Änderung wie bei den Grippeviren, dass wir da schon gute Aussichten haben, dann einen Impfstoff zu bekommen, der wirklich wirkt. Aber diese großen Feldstudien, placebo-kontrolliert, die dauern einfach. Also ein halbes Jahr ist da eine kurze Zeit. Und das sind ja dann pro Arm 5.000 bis 10.000 Teilnehmer. Gibt es da
Aussagen auch darüber. Das eine ist ja sozusagen, einen Impfstoff zu entwickeln, das andere ist, ihn dann auch in ausreichender Menge produzieren zu können. Ist das auch ein Problem oder ist man da heute so gut aufgestellt, dass so eine Produktion, wenn man mal produzieren kann, auch sehr schnell weltweit möglich ist? Also die Produktion ist eigentlich für die meisten Impfstoffe dann relativ schnell und auch in einer sehr großen Menge möglich. Und es gibt die sogenannten RNA-Impfstoffe, also wo Messenger-RNA genommen wird, in erster Linie für dieses Spike-Protein, also für diese Oberflächenprotein. Und da haben wir vor einigen Jahren auch im Tropenzoo in München eine Studie gemacht bei Tollwut-Impfstoffen mit diesem mRNA-Impfstoff. Und diese mRNA kann man relativ rasch und in sehr großen Mengen herstellen. Ist auch leicht lagerbar, muss nicht unbedingt gekühlt werden, wäre auch eben was für die Entwicklungsländer. Also da sehe ich jetzt das kleinste Problem. Dankeschön. Jetzt kommen einige Fragen aus dem YouTube-Chat. Bernhard fragt, Schmierinfektion ist relativ selten. Im Fernsehen sieht man immer wieder Bilder aus anderen Ländern, wo Straßen, Räume etc. auch sehr großflächig desinfiziert werden. Macht es Sinn oder ist es blinder Aktionismus? Ja, gut, in Korea wurde es ja sehr stark durchgeführt, immer noch. Und gut, die Koreaner haben zwar jetzt auch wieder eine Zunahme der Fälle, also diese mögliche zweite Welle. Also ich halte und auch nach den vorliegenden Untersuchungsdaten jetzt nicht allzu viel von so einer großflächigen Dekontamination auf der Straße außerhalb. Also wichtig ist halt, was angefasst wird, zum Beispiel Griffe in öffentlichen Verkehrsmitteln. Ja, die sollte man halt möglichst meiden oder vielleicht mit Handschuhen anfassen. Die Handschuhe kann man ja hinterher dann auch waschen oder kochen oder eben unter Umständen auch ein Alkoholspray dabei haben. Das Virus ist ja relativ alkoholempfindlich, ab 60%, und dann halt auch die Hände desinfizieren. Schon allein das Händewaschen ist natürlich wichtig und reduziert die Virusmenge drastisch, sodass dann in der Regel keine Infektion mehr möglich ist. Aber gut, jetzt in öffentlichen Verkehrsmitteln kann ich mir nicht ohne weiteres die Hände waschen. Noch nicht, zumindest. Auch nicht. Wer weiß, vielleicht finden wir dafür auch bald eine Lösung. Ja, dazu passend auch gleich noch eine weitere Frage aus dem YouTube-Chat. Wie lange und bei welcher Temperatur sollen Mundschutzmasken im Ofen erwärmt getrocknet werden? Bei welcher Temperatur gewaschen werden? Also Mundschutzmasken, die jetzt sozusagen den normalen chirurgischen Mundschutz entsprechen, das sind ja eigentlich Einmalartikel, ja, die also praktisch aus Papierlagen hergestellt sind. Also die kann man eigentlich nicht wirklich ordentlich dekontaminieren. Wenn man jetzt eine Baumwollmaske hat, da sind jetzt ja auch viele, die sowas selbst herstellen, Schneider zum Beispiel oder kleine Betriebe, ja gut, die kann man ab 60 Grad Wäsche waschen, und bei 60 Grad ist das Virus eigentlich nach relativ kurzer Zeit sicher abgetötet. Dass man eben diese Masken dann auch regelmäßig wäscht, auskocht oder eben mindestens 60 Grad, ist natürlich jetzt auch wegen der Kontamination so mit Bakterien, Pilzen sinnvoll und erforderlich. Es gibt dann auch Möglichkeiten, jetzt zum Beispiel diese FFP2 oder 3 Masken, die also im Gesundheitswesen beim medizinischen Personal verwendet werden, dass man die dekontaminiert. Das kann man machen in wirklich kontrollierten Erhitzungsöfen, aber das ist nicht sinnvoll möglich jetzt in der Mikrowelle oder in einem normalen Toasterofen. Da gehen diese Masken kaputt. Also das ist eher was, was dann im Krankenhaus gemacht wird mit vorhandenen Sterilisationsölen. Eine kurze Zwischenfrage an der Stelle noch zu dem Thema Masken. Ist es da so, dass man den Maskengebrauch auch uneingeschränkt empfehlen kann, sozusagen? Oder Sie haben vorher schon Pilze und andere Bakterien angesprochen. Gibt es da auch noch zusätzliche Risiken, auf die vielleicht auch vorbelastete Patienten, die beispielsweise Asthma haben oder anderweitig eingeschränkt sind, Rücksicht nehmen müssen beim Tragen von Masken? Also der normale Mund-Nasen-Schutz, ob jetzt kommerziell, also die chirurgische Maske sozusagen oder selbst hergestellt aus Baumwollstoff, da sehe ich jetzt eigentlich keine große Atembehinderung.
die FFP2- und 3-Masken. Also es gibt ja auch durchaus Risikopatienten, die dann so eine FFP2-Maske ohne Ventil tragen, wenn sie irgendwo exponiert sind. Das kann man nicht den ganzen Tag. Also diese Masken sind für jemanden, der eine wesentliche Lungenfunktionseinschränkung hat, also so eine Emphysemlunge zum Beispiel, nicht tolerabel. Der muss dann sehr verstärkt dann atmen. Das ist unangenehm und zum Teil sogar ein Risiko, dass sich in dieser Maske dann auch vermehrt Kohlendioxid sammelt oder staut. Für einen Gesunden spielt es jetzt keine Rolle, aber da gibt es schon Einschränkungen. Und die Mundschutze, also die ganz normalen, kommerziellen oder selbstgemachten, einfachen Mund-Nase-Masken, die sollten eben dann nur von ab Schulkindalter, ab 6 Jahren getragen werden. Also für Kleinkinder ist es nichts, weil die können die Maske unter Umständen im Mund bekommen und da dann auch können Probleme entstehen. Also für Kleinkinder würde ich das nicht empfehlen. Natürlich sollte man diese Masken, vor allem wenn man sie lange aufhat, dann wechseln, dass man mehrere hat und dann eben entsprechend bei Baumwollmasken auskochen. Bei Einmalmasken, die es ja nach wie vor gibt, wobei natürlich da die Preisgestaltung zum Teil absurd ist. Also bisher kosten eigentlich 100 Stück eine Packung irgendwie 1 € bis 2 € von chirurgischen Masken, Einmalmasken. Heute werden ja zum Teil Stück um 1 € verkauft. Also da bereichern sich auch Leute, muss man klar sagen. Also die sollte man eben eigentlich nicht mehrfach benutzen. Ja, vielen Dank. Jetzt stellen wir mal wieder eine Frage aus dem Zoom-Chat. Kleiner Moment, da sind sehr viele Fragen jetzt schon gekommen. Jetzt muss ich kurz den Überblick wieder herstellen. Ja, hier haben wir eine Frage auch zum oft zitierten Vergleich zur spanischen Grippe. Wie lange hat die spanische Grippe gebraucht, bis das Infektionsgeschehen abgeflaut ist sozusagen? Können Sie vielleicht generell zum Verlauf von Epidemien noch was sagen und wie sich Covid-19 da im Vergleich zu anderen, vielleicht auch nochmal zu MERS, das ja anscheinend, SARS-1 sozusagen, ist ja schon verschwunden sozusagen, wie das passiert ist, wenn Sie da noch kurz was dazu sagen könnten. Ja gut, zu Epidemien muss man sagen, also die spanische Grippe, die war ja am Ende des Ersten Weltkrieges, die wurde damals eigentlich gar nicht so extrem ernst wahrgenommen, obwohl ja wahrscheinlich mindestens 15 Millionen Menschen gestorben sind weltweit, weil eben da auch noch die Ende der Kriegssituation war und halt da noch ganz andere Probleme und Belastungen. Das ist eigentlich zum Teil dann eher rückblickend retrospektiv. Da waren ja auch sehr viele junge Menschen betroffen durch die Todesfälle, auch sehr viele Soldaten, Rekruten, gerade in den USA. Und auch da gab es ja auch schwere Schädigungen. Da gab es dann Parkinson-Symptome, die dann hinterher auch bei jungen Leuten stehen blieben, weil doch häufig eine Hirnbeteiligung dabei war. Da kann man sagen, dass es unterschiedlich in verschiedenen Ländern 5 bis 10 Jahre gedauert hat, bis diese Epidemie einigermaßen abgeklungen ist. Und es hat 60, 70 Jahre gedauert, bis die spanische Grippe sozusagen in allen Ländern der Welt, bis dieses Virus überall verbreitet war. Bei der Pandemie 2019, also diesen Virus, die Grippevirus aus Mexiko, USA, aus Kalifornien, das dann Gott sei Dank sich als nicht so tödlich herausgestellt hat, da waren innerhalb von 2 Monaten alle Kontinente und fast alle Länder betroffen. Wir haben halt heute eine Globalisierung, das fing so an in den 60er Jahren. Und bei HIV kann man auch sehen, es gab ja wahrscheinlich mehrere HIV-Vorläuferviren in Afrika, aber die haben das überhaupt nicht geschafft aus der Region heraus, also in den unter Umständen sogar bis letzte Jahrhundert oder vorletzte Jahrhundert. Und erst das heutige HIV-Virus hat aufgrund von eben der internationalen Migration und Reisetätigkeit den Weg aus Afrika geschafft und sich weltweit verbreitet. Also die Globalisierung spielt natürlich bei diesen ganzen Epidemien, Pandemien eine ganz entscheidende Rolle. Aber die können wir eben auch nicht zurückdrehen. Gerade auch in Deutschland nicht. Wir profitieren ja in vielen Dingen. Ja. Wir haben eine Frage zur Immunität.
Da gibt es ja auch Unklarheiten oder es ist noch nicht ganz geklärt, ist man tatsächlich immun oder nicht? Da auch die Frage, wie lange ist man immun? Welchen Stand der Forschung gibt es da heute? Und was halten Sie von dem Immunitätspass, der ja anscheinend doch recht bald kommen soll? Ja, also das sind alles super Fragen, auf die ich leider auch keine guten Antworten habe. Also man geht schon davon aus, jetzt auch nach Experimenten, relativ kleinen bei Affen, Rhesusaffen, die da gewisse ähnliche Immunreaktionen haben wie der Mensch, dass es nach einer durchgemachten Infektion mit dem neuen Coronavirus dann doch eine Immunität gibt. Die Affen wurden dann wieder infiziert und die Infektionen gingen auch in sehr hohen Dosen nicht mehr an, ja. Von anderen Coronaviren weiß man, dass sie auch eine Immunität machen, ist aber bei diesen Erkältungskoronaviren, diesen vier, die ich auch erwähnt habe, die also eher harmlose Erkrankungen machen, die es schon lange gibt, auch in Deutschland, da ist diese Immunität Monate bis wenige Jahre. Also da gibt es durchaus dann in absehbarer Zeit wieder Infektionen durch diese Viren. Wobei diese Viren auch eine gewisse Variabilität haben. Also die mutieren und ändern sich nicht ganz so wild wie die Influenza-Viren, aber doch auch. Und eine gewisse Änderung ist ja auch jetzt bei dem neuen Coronavirus zu sehen. Das spielt im Moment jetzt noch keine Rolle, aber das ist natürlich die Frage, ob das bei der Immunität eine Rolle spielt. Also hundertprozentig wissen wir das nicht. Es sind aus China und Korea einige Fälle von bis zu 5 Wochen wieder erneut positive PCR gemeldet, aber das sind keine wirklichen Reinfektionen, sondern das sind einfach Teile in der Lunge, wo Virus, Erbsubstanz noch rumliegt, wahrscheinlich gar nicht mehr vermehrbar, und die dann eben die Lungenabschnitte machen zum Teil dann wieder auf in der Heilungsphase und dann wird es eben ausgehustet und man findet es dann im Nasenrachenabstrich oder im Sputum. Das würde ich jetzt nicht als Rezidiv oder Zweitinfektion werten, obwohl es teilweise so dargestellt wurde oder publiziert. Wenn man sich das durchliest, ist es nicht überzeugend, kein einziger Fall von einer wirklichen Neu- oder Zweitinfektion nach durchgemacht hat. Also alle Experten gehen schon jetzt von der Immunität aus. Wie lange die hält, ist völlig unklar. Das ist alles viel zu früh. Aber die Chancen, dass man eben dann einen Impfstoff hat, der diese Immunität dann auch erzeugen kann, die halte ich schon für relativ. Ist es denn so, dass bei diesen über einen längeren Zeitraum dann immer wieder auch positiv getesteten Personen die Ansteckung wieder möglich ist? Oder ist das dann wirklich etwas, was im eigenen Körper bleibt, Nein, sozusagen gibt es eigentlich? keine Hinweise dafür. Und wie ich vielleicht schon während dem Vortrag mal erwähnt habe, also diese hochempfindliche PCR-Methode, die weist eben die Erbsubstanz des Virus nach, also diese RNS oder RNA. Und ob das Virus noch vermehrungsfähig ist, das ist überhaupt nicht gesagt. Also wir können ja bestimmte Viren auch nach langer Zeit, Monaten, Jahren bei DNS-Viren, zum Teil in Mumien sogar, noch nachweisen, weil diese Erbsubstanz sich sehr lange halten kann. Aber diese Viren sind natürlich nicht mehr vermehrungsfähig. Und Untersuchungen auch hier in Deutschland, gerade bei diesen Münchner Fällen, die vor allen Dingen von dem Labor von Drosten gemacht wurden, die haben eigentlich gezeigt, wenn man dann diese PCR-Positiven auf die Zellkultur bringt, dass es eben dann nach wenigen Tagen nicht mehr anwächst, obwohl auch bei diesen ersten Patienten zum Teil 2, 3 Wochen lang die PCR noch oder immer wieder positiv war. Ja? Also diese PCR-Befunde kann man dafür nicht nehmen. Da muss man den goldenen Standard haben, Zellkultur, ob das Virus wirklich wieder anwächst. Dazu vielleicht auch gleich noch eine passende Frage aus dem YouTube-Chat. Kürzlich kam die Nachricht, dass nur die Hälfte der Testkapazitäten ausgeschöpft wird. Warum werden die Kapazitäten nicht voll ausgeschöpft? Ja, das ist, also der Test ist auch nicht ganz billig, der PCR-Test. Und ich denke mal, um jetzt zu wissen, wo wir dort stehen, durchseuchungsmäßig, da ist es vielleicht doch sinnvoller, dann Antikörpertests zu machen. Die macht man natürlich jetzt nicht aus dem Nasenrachenabstrich oder aus dem Sputum oder aus der Lunge, die macht man aus dem Blut. Und da wird jetzt auch in vielen Orten schon gesammelt. Und das dauert ja, also die Blutabnahme muss man eigentlich mindestens 2 Wochen nach der akuten Erkrankung
machen. Und wir sehen, also das sehe ich auch bei meinen eigenen Patienten, dass eigentlich nach einigen Wochen eigentlich dann nicht alle, aber fast alle, über 90% der Patienten, bei denen wir akutes Virus nachgewiesen haben, die haben dann auch nach Wochen Antikörper. Und nach allem, was man jetzt weiß, bleiben die sicher auch länger bestehen. Und dann kann man schon sagen, wie hoch ist die Durchseuchung, also wie viel Prozent der Bevölkerung. In Heinsberg hat der Hendrik Streeck so eine Untersuchung gemacht, da waren 15% dann, hatten Antikörper. Dann weiß man ungefähr, wo man steht. Das ist auch eine sehr viel billigere Untersuchung, die ist auch sehr viel besser noch automatisierbar. Da können Sie ohne weiteres 1000 Untersuchungen in einem Tag machen. Sie brauchen natürlich die Blutproben und die sind ja auch nicht immer verfügbar. Bei akuten Patienten, die Blutprobe, die bringt da noch nichts. Man muss die Leute aufsuchen und dann eben Blutproben nehmen. In München wird es ja bei 4.500 Personen, die so ein bisschen statistisch repräsentativ ausgesucht wurden, wird es in jedem Monat gemacht. Und dann haben wir nach einigen Monaten, sehen wir genau, wohin die Sache sich bewegt. Und das, denke ich mal, ist schon auch eine wichtige und auch nicht so teure Entscheidungshilfe auch für die politischen Entscheidungen. Und ob wir jetzt wirklich dann 66% erreichen müssen, wie Herr Wieler vom Robert-Koch-Institut sagt, da habe ich meine Zweifel. Weil es gibt eigentlich bei jeder Infektion Menschen, die exponiert sind, extrem sogar, und die diese Infektion aber nicht kriegen aufgrund bestimmter genetischer Unterschiede. Und ob es das bei Coronavirus gibt, nehme ich auch an, aber dafür gibt es natürlich im Moment noch gar keine Daten. Mhm. In welchem Zeitfenster würden Sie denn aufgrund Ihrer Erfahrung schätzen, dass die Datenbasis sich so fundiert zeigt, dass man bessere Zukunftsvorhersagen treffen kann oder auch bessere politische Entscheidungen vielleicht herbeiführen kann, die auf stabileren Fakten beruhen? Ja, schwierig zu sagen. Also ich meine, wir haben in Deutschland eine relativ gute Datenbasis, also viel besser als in anderen Ländern. Das sehen wir ja auch in dieser relativ niedrigen Letalität. Ich meine, in Deutschland oder Italien wird kein so großer Unterschied sein, sondern die Letalität bezieht sich halt auf die Gesamtzahl der Meldefälle. Und wenn Sie wenig testen, ja, dann haben Sie eine höhere Letalität, weil Sie einfach weniger Meldefälle haben. Die Todesfälle werden schon besser gemeldet. Sicher auch nicht alle. Wenn jetzt im, was weiß ich, Pflegeheim jemand am Ende seines Lebens dement stirbt, dann wird auch nicht jeder Arzt dann einen Corona-Test veranlassen. Ja. Aber man kann, es ist aussagekräftiger als die Meldezahlen, weil die hängen ja auch von der Testaktivität ab, ob jetzt der einzelne Arzt dann wirklich in jedem Fall der leichteren Erkrankung Tests macht. Also ich denke mal, wir sind da in Deutschland eigentlich ganz gut und wie man jetzt auch sehen kann, sind ja auch die Zahl der Neuerkrankungen und sogar auch der Todesfälle schon zurückgegangen, deutlich, signifikant. Und wenn wir jetzt die Maßnahmen lockern, was ja auch stattfindet, dann müssen wir natürlich das eng im Auge behalten. Wir haben immer so einen gewissen Zeitverzug, 2 Wochen etwa, bei den Todesfällen 3 Wochen. Und dann können wir ja sehen, man kann ja dann unter Umständen die Maßnahmen anpassen oder eben nicht so schnell lockern. Vielleicht, wenn es sein muss, wenn wir einen extremen Anstieg wieder haben, dann Maßnahmen, die schon aufgegeben wurden, wieder einstellen. Aber man muss ja auch sagen, diese Maßnahmen haben ja enorme wirtschaftliche und soziale Konsequenzen. Und ich denke mal, wir sind da jetzt nicht schlecht aufgestellt. Und wenn jetzt dann auch noch in den nächsten 2-3 Monaten die, sagen wir, aussagekräftigen bundesweiten Daten von solchen Durchseuchungsstudien dazukommen, die also repräsentativ ist, ähnlich wie eine Wahlbefragung, dann hat die Politik eigentlich doch eine relativ gute Datenbasis für ihre Entscheidung. Mhm. Vielleicht dazu passend auch noch eine Frage mit einem anderen Schlag. Gibt es denn schon Daten dazu, wie sehr sich andere ansteckende Krankheiten, beispielsweise Grippefälle oder generell Krankheiten im Moment aufgrund des Shutdowns sozusagen verändert haben, also die Krankheit oder Entwicklungsverläufe, kann man da auch bei anderen Infektionskrankheiten sehen, ob diese Maßnahmen Wirkungen zeigen? Ja gut, bei der Grippe muss man sagen, die Grippesaison, die geht halt so von November, Dezember so bis in Ende Februar, Anfang März.
Und wir haben ja jetzt wirklich den Anstieg, also dass wir sehen, dass es wirklich eine Pandemie ist, bei dem neuen Coronavirus ja eigentlich erst so ab Anfang März. Also da ist jetzt noch relativ wenig Überschneidung. Also ich gehe schon davon aus, dass natürlich diese Maßnahmen, also Social Distancing, Kontakt meiden und so weiter, die haben natürlich für viele Infektionen, die Grippe sowieso natürlich einen Miteffekt. Also dieses Jahr sind jetzt gemeldet etwa 380 Grippetote insgesamt. Und wir hatten ja 2017, 18 eine starke Saison, da waren gemeldet fast 1700 Fälle. Gut, das hat aber verschiedene Gründe. Man nimmt an, dass die Grippetoten deutlich mehr sind, gerade auch bei ähnlichen Gruppen, chronisch Kranken, hohem Alter. Die Zahlen für 17, 18, die ja vom Robert-Koch-Institut am Anfang immer ins Feld geführt wurden, 28.000 Fälle in der Saison, das sind natürlich statistische Zahlen, die eigentlich nur beschreiben, wie viele Leute mehr in Wintermonaten versterben. Und das wird dann vorwiegend auf die Grippe bezogen. Das ist sehr umstritten, muss man sagen. Ja. Und die Meldezahlen der Grippetoten, die sind ja aus dem Krankenhaus und im Grunde wird heute bei allen Patienten, die ins Krankenhaus kommen mit einer Lungenentzündung, auch eine Grippe-PCR gemacht, weil es immer ja wissen muss, man den Patienten absondern, ist der infektiös, der Mitpatienten, Personal. Also die Zahlen sind in Wirklichkeit dann sicher höher, Pflegeheime und so weiter, aber 28.000 halte ich für eine Mondzahl, ja. Und das ist jetzt noch zu früh. Dieses Jahr haben wir keine große Grippesaison, aber ob das jetzt schon mit den Corona-Maßnahmen zusammenhängt, ist schwierig zu sagen. Ja, dann haben wir noch zwei Fragen zum Impfstoff. Wie wahrscheinlich ist es, dass das jetzige Virus mutiert und dann der potenzielle Impfstoff, den es dann vielleicht hoffentlich zum Ende des Jahres gibt, gegebenenfalls sogar wirkungslos ist? Und dann vielleicht auch gleich noch die Anschlussfrage dazu. Was löst bei einem Virus die Mutation aus? Hat es eine Art Überlebenswillen? Naja, also bei den sozusagen Erkältungs-Coronaviren, ja, also den vier harmloseren, die wir auch in Deutschland haben, da haben wir eine relativ starke Mutationsfreudigkeit. Und das hängt auch damit zusammen, dass die im Grunde sehr häufig sind. Ja, nur die spielen jetzt nicht so eine große Rolle, weil sie eben selten irgendwie bedrohliche Erkrankungen machen. Das ist also Lungenentzündungen, schwere gibt es eigentlich selten, am ehesten bei abwehrgeschwächten Menschen. Ansonsten sind die sehr häufig. Und sag mal, wenn ein Virus so häufig ist, dann sehr viele Wirte hat, wo es sich vermehrt, dann ist natürlich auch die Chance, dass Mutationen entstehen, die sozusagen eine Änderung machen der Antigenität, also auch damit der Immunität, die ist natürlich dann höher. Also bei dem MERS und dem alten SARS-Virus, da war das nicht der Fall. Auch diese Viren haben sich natürlich geändert. Man kann dann auch so genotypische Infektionsketten dann sehen. Aber die Viren ändern sich schon. Aber das waren jetzt keine Änderungen, die so waren, dass zum Beispiel die krankmachende Fähigkeit oder die Übertragungswahrscheinlichkeit oder auch die Art der Antikörper, die gebildet werden, die ja mit der Immunität auch was zu tun haben, dass die sich entscheidend geändert hätten. Also deswegen glaube ich jetzt auch bei dem neuen Coronavirus, da sind auch Änderungen da. Auch da kann man schon verschiedene Genotypen jetzt unterscheiden und sehen, wo sich das hinbewegt, woher Import war in einem Land, wo es neu auftritt. Aber ich halte das Risiko bei diesem Virus jetzt nicht so hoch, dass sich das so schnell und rasch ändert, dass wir dann Impfstoffe haben, die vielleicht dann wieder unwirksam werden. Ausschließen kann ich das natürlich nicht, aber insgesamt sehe ich das nicht so als großes Risiko. Ja, dann haben wir hier noch eine letzte Frage im Zoom-Chat. Ist man resistenter gegen das Virus, wenn das Immunsystem vorab durch eine harmlosere Influenza-Virus aktiviert ist? Da gibt es keine klaren Befunde. Also es gibt ein paar Daten aus China, dass also eine vorausgehende Infektion jetzt durch Influenza-Viren, die dann wieder abgeklungen ist, mit häufigeren oder auch etwas schwereren Verlauf assoziiert ist, jetzt von den neuen Coronavirus-Erkrankungen. Aber das ist umstritten und es gibt auch Studien, die das nicht zeigen.
Grundsätzlich kann man sagen, wenn Sie jetzt eine Virusinfektion haben, die also allgemein Symptome macht, Fieber und so weiter, dann werden viele Abwehrstoffe produziert, der unspezifischen Abwehr, und die zum Teil schon das Angehen einer anderen Infektion in diesem Zeitraum eher verhindern. Ja. Gibt es aber auch wieder andere Beispiele, dass zum Beispiel viele mit einer schweren Virusinfektion, Corona oder Influenza, dann eine Reaktivierung der Herpesviren haben, also einen Lippenherpes bekommen. Da ist es gerade umgekehrt. Aber klare Daten zu diesen Fragen gibt es im Moment nicht. Mhm. Vielleicht als vorletzte Frage noch eine soziologisch angehauchte Frage an einen Mediziner gestellt. Wie beurteilen Sie denn den schwedischen Weg sozusagen in Anführungsstrichen, den doch etwas anders gearteten Umgang gesellschaftlich gesehen mit der Situation im Vergleich jetzt auch zu unseren Entscheidungen oder der unserer Nachbarn? Ja gut, die Schweden haben mittlerweile 3 bis 4 Mal so viele Todesfälle im Vergleich jetzt zur Gesamtbevölkerung wie in Deutschland. Das ist sozusagen der Preis für den schwedischen Weg. Und in Schweden sind mittlerweile schon auch Kontrollmaßnahmen ergriffen worden. Also diese erste Philosophie eben von dem schwedischen Bundesgesundheitsamt entsprechend, die ist eigentlich jetzt nicht mehr, weil man doch sieht, dass dann eben auch das in alten Pflegeheime eindringt und dass da eben eine sehr hohe Sterblichkeit ist. Also der schwedische Weg ist in der Form nicht mehr so, dass er praktisch keine Maßnahmen vorschlägt, sondern das hat sich schon geändert. Und der Grund ist, dass die im Verhältnis sehr viel mehr Todesfälle haben als in Deutschland. Ja, vielleicht anschließend noch eine Frage zum Thema der Kinder und Jugendlichen. Da gibt es ja im Moment ein ganz schwer von außen zu beurteilendes Bild. Auf der einen Seite wird gesagt, Kinder sind selber zwar Virusträger, stecken aber niemanden an. Dann hört man wieder das Gegenteil davon. Gibt es da schon genauere Anzeichen für die Entwicklung, wie sich tatsächlich das Virus bei Kindern und Jugendlichen verhält? Ja, also das ist ja schon klar gezeigt worden, auch in meinem Vortrag, dass Kinder und Jugendliche halt häufiger asymptomatisch infiziert sind oder wenn sie erkranken, dass die Erkrankungen relativ milde sind. Ja, und es sind ja auch sehr wenige Todesfälle in diesem Alter, also in Deutschland bei Kindern und Jugendlichen sind überhaupt nur 3 Fälle überhaupt Todesfälle beschrieben. Zum Teil eben auch bei Kindern, die angeborene Abwehrstörungen haben. Also Kinder sind da schon sehr geschützt. Dann gibt es sehr unterschiedliche Daten, wie Sie gerade gesagt haben, über die Infektiosität und Übertragungswahrscheinlichkeit von Kindern. Und es gibt jetzt eine aktuelle Studie aus dem Labor von Drosten. Und das zeigt eigentlich, dass die Kinder, die infiziert sind, eigentlich ziemlich genau dieselben Virusmengen im Nasenrachenraum haben, wenn sie Husten haben, aushusten wie die Erwachsenen. Also da ist aufgrund dieser Untersuchung ist kein großer Unterschied da. Damit wäre im Umkehrschluss sozusagen die Maßnahme auch Kinder und Jugendliche beispielsweise in Schulen noch nicht in der Form zusammenzubringen, eigentlich die richtige Entscheidung. Nein, es geht ja, wie soll ich sagen, um die Risikopersonen, also Ältere. Und da gibt es ja auch so diese Enkel-Großeltern-Geschichte. Ältere oder chronisch Kranke sind halt vermehrt gefährdet. Gut, wir können jetzt nicht sozusagen die in Dauerquarantäne nehmen. Das ist menschlich, moralisch und rechtlich nicht sinnvoll oder nicht denkbar. Aber die sollten natürlich schon besonders diese Schutzmaßnahmen beachten. Und vielleicht haben wir ja dann bis Ende dieses Jahres oder Impfstoffe, gerade auch für diese Risikogruppen. Vielleicht ist ja auch tatsächlich vorher schon eines dieser Medikamente, die in Prüfung sind, die zeigen, dass man so bei mittelschweren Fällen behandeln kann und damit eben diese ganz schweren, beatmungspflichtigen und eben mit einer sehr hohen Sterblichkeit einhergehenden Fälle dann doch behandeln kann, gerade bei diesen Risikopopulationen. Mhm.
Gut, so und jetzt wirklich die letzte Frage hier im Chat nochmal nach Nahrungsergänzungsmitteln, beziehungsweise ich glaube, die Frage dient dazu, ist man mit einem starken Immunsystem besser geschützt gegen den Virus oder ist es so, dass, wie Sie vielleicht vorher leicht angedeutet haben, es einfach ein gewisses Restrisiko gibt, was auf genetische Bedingungen auch zurückzuführen ist. Also irgendwo ist es auch ein bisschen Lotterie oder Glück, ob man dann betroffen ist oder nicht. Also es gibt keine einzige Studie oder Daten, die zeigen, dass irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel, Vitamin A, B, C, D bis Z oder Selen oder Zink oder was weiß ich was, dass die irgendwas bringen. Gut, wenn jetzt jemand tatsächlich einen Mangel hat, das gibt es ja zum Beispiel auch bei Menschen, die sich vegan ernähren, die sollten dann halt mal Vitamin D und Selen und Zink und so Sachen bestimmen lassen. Vitamin B12, Folsäure, wenn ein echter Mangel ist, kann man das ersetzen. Wobei, da gibt es auch wirklich keine Daten jetzt zu der Covid-19-Infektion. Aber grundsätzlich ist es sinnvoll. Ansonsten gilt einfach nicht rauchen. Sich normal ernähren, kein wesentliches Übergewicht, Alkohol nur in geringen Mengen und sich körperlich bewegen, betätigen. Also diese ganz banalen Sachen, die jeder weiß, wenn man das beachtet, dann hat man für das Immunsystem eigentlich schon sehr viel getan. Wunderbar. Dann, lieber Herr Löscher, danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihre vielen Antworten. Danke Ihnen auch für Ihre vielen Fragen. Ich hoffe, wir konnten die meisten befriedigend beantworten und die Situation ist jetzt etwas klarer, als sie es noch vor 1,5 Stunden gewesen ist. Man soll ja heute in sehr kurzen Zeitabständen denken und seine Handlungen auch entsprechend anpassen. Ich hoffe, es war was dabei, was Ihnen weiterhelfen konnte. Schön, dass Sie dabei waren. Und ja, schauen Sie bei der Volkshochschule Südost auf die Homepage. Wir haben noch viele weitere Abendveranstaltungen, auch jenseits von Corona natürlich. Und wir freuen uns, wenn wir derzeit leider nur im virtuellen Raum uns wiedersehen können. Lieber Herr Löscher, herzlichen Dank für den heutigen Abend. Und vielleicht haben wir ja die Möglichkeit dann, wenn das dann alles mal überstanden ist, in Ottobrunn dann uns auch persönlich zum Vortrag kennenzulernen und dann über die Vergangenheit zu sprechen. Ja, vielen Dank, Marit, da komme ich sehr gerne und möchte mich nochmal für die Einladung zu dem Webinar bedanken. Danke an alle, die Fragen gestellt haben, diskutiert haben und hat Spaß gemacht und wünsche noch einen schönen Abend. Dankeschön, auch Ihnen einen guten Abend.